Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Jetzt geht es weiter mit meiner Reihe, mit meiner Klatterreihe von meinen Klamotten, weil wie gesagt, morgen wird der Kleiderkasten der neue geliefert und das soll alles, was mir nicht mehr passt, was ich nicht mehr anziehe, soll da nicht mehr reingehen oder reingeschlichtet werden. Deswegen sortiere ich jetzt aus. Jetzt ist es nicht mehr so viel, dieser Teil, aber gehen wir mal durch. Also einmal habe ich diese Sporthose von Alice, die finde ich eigentlich ganz cool. Das ist wieder so ein Produkt, das muss ich probieren. Ne? Also da muss ich mich mal durchprobieren durch die ganzen Hosen, aber ich zeige es euch ganz schnell. Dann habe ich einmal so eine Leggings mit Spitze, das ist auch wieder so eine 7/8 für den Sommer. Ich glaube, dass die mir nicht mehr passen wird, das ist nämlich eine S, also ich glaube, die kann ich weggeben. Ist einfach zu klein, die ist von Hollister, die habe ich aber auch nicht oft getragen und ja. Und bei der weiß ich auch, das ist, da habe ich schon den Pulli aussortiert, das ist die Naked, das ist so eine Radlerhose in so einem Babyblau. Die wird auch aussortiert, die waren mir nämlich schon ein bisschen zu eng. Diese Hosen sind alle sehr eng, also die saßen auch schon sehr eng, also muss ich die noch durchprobieren. Das ist... Ja, das ist auch eine S, die kann ich eigentlich auch schon weggeben. Die ist auch von Hollister, das ist so eine geteilte Hose. Ich glaube, da muss ich nochmal bestellen bei Hollister, weil die haben echt teilweise coole Sachen, aber da warte ich noch ab, wenn die so mega Prozente haben. So, welche Größe ist das jetzt? Auch eine S. Die kann ich wahrscheinlich auch schon weggeben. Aber die ist ein bisschen größer geschnitten. Ich glaube, die packe ich noch auf den Vielleichtstapel zum Testen. Die passt auf alle Fälle. Das ist eine 38. Das ist so ein Hosenrock in so Multicolorfarben. Die ist super. Dann habe ich einen Rock bekommen von meiner Mutter. Den habe ich, glaube ich, eh schon probiert. Der ist für die Arbeit einfach. Das ist so ein knielanger Rock mit so Dreiecke drauf. Und ja, das kann man schon mal benutzen. Genauso wie diesen Rock. Das ist die gleiche Größe. Und in der Arbeit soll es eh nicht zu kurz werden. Deswegen geht das klar. So, dann habe ich noch ein Kostüm. Das ist so ein Matrosenbody, das habe ich für den Fasching angehabt, das passt auf alle Fälle noch. Und ich habe hier auch noch eine Lederhose, das ist so eine kurze, die ist vom New Yorker. Ich glaube aber, die wird mir auch nicht mehr passen. Nee, das ist eine 36, die wird auch gleich einmal aussortiert. Dann habe ich noch eine kurze Lederhose in der Größe M. Die muss ich probieren, ob mir die noch passt, weil die ist schon sehr, sehr süß. Und dann habe ich noch ein Halloween-Kostüm. Da war ich auch schon auf einem Festival damit. Das ist so Horrorbraut. Das ist so ein länger geschnittenes und da unten hat es dann solche Fransen dran. Und ich glaube, das ist der Schleier dazu, genau, das ist der Schleier, weil Braut ohne Schleier geht ja nicht. Und da haben wir noch so, genau, so Armstulpen sind das. Genau, die können da auch noch dazu. Dann haben wir noch Röcke, und zwar Sommerröcke. Da habe ich hier mal so einen beigen. Das ist aber ein Maxi-Rock, so schaut der aus. Der müsste eigentlich passen. Ja, weil der einfach mit dem bunten, der bleibt bei mir. Das gleiche habe ich hier. Das ist so einer mit so einem schönen Bund und der ist einfach nur weiß. Hat auch zur Hälfte einen Unterrock, der wird auch bei mir bleiben. Weil ab und zu mag ich das im Sommer sehr gerne, dass ich da einfach so lange Röcke auch anziehe. Dann habe ich noch so einen rosanen. Ich finde den voll schön. Den habe ich mal bei Shein gekauft. Der ist da oben zum Binden und ist High Waist. Ich denke, der wird auch noch passen. Dann, das ist eher schon so ein Herbst-Winterrock. Aber
Ich glaube, der ist zu klein, den muss ich aber noch mal probieren. Der ist in der Größe M, aber ja, es kommt immer auf den Schnitt drauf an. Dann habe ich noch einen in 42 Unique. Der ist so geteilt und den habe ich mir eigentlich wegen der grünen Lederjacke gekauft, aber ich glaube, der ist schon zu klein und den muss ich noch mal probieren. Und dann habe ich noch so einen Strickrock mit so einem Zopfstrickmuster, sowas mag ich ja ultra gerne, muss ich auch noch mal probieren. Dann habe ich noch zu der Weste vom Oase habe ich diesen Midi-Rock, muss ich auch noch probieren. Also kann sein, dass die alle auch schon zu klein jetzt geworden sind, muss ich gucken. Dann habe ich noch von Naked einen L, also das ist so ein Plissé-Rock in Gelb, den probiere ich auch noch mal. Weil ich glaube, mich zu erinnern, dass der schon damals ein bisschen enger, knapper war. Ich habe mir das meistens immer sehr knapp gekauft, dass es eben gut anliegt. Aber den muss ich auch probieren, aber das wäre voll schade. Ich finde den so toll. Der ist auch von der Boutique, wo ich immer einkaufen gegangen bin. So, dann haben wir noch eine Jacke, eine extrem krasse Jacke. Ich habe die, glaube ich, nur einmal angehabt. Aber wenn die dazu passt, wo, finde ich die mega. Ich kriege die aber auf alle Fälle nicht mehr gescheit zu. Aber die muss halt dann offen bleiben. Ich glaube, die behalte ich mir noch, weil ich finde dieses Kunstfell finde ich irgendwie ultra cool. Ich denke, das wird bleiben. Und dann haben wir die letzte Jacke noch. Ich muss nur kurz schauen, ob die eh keine Beschädigungen hat. Aber die hat es noch überstanden, weil ich liebe die. Die hat da so Fransen. Aber ich denke, die wird zu klein sein. Das ist nämlich nur eine 38. Ja, ich merke das schon bei den Ärmeln. Die ist. Ja, da brauche ich glaube ich gar nicht rein. Die ist eindeutig zu eng, leider. Achso, nee, die muss ich aussortieren. Jetzt komme ich schon bald in Durcheinander. So, die kommt hier runter. Die gebe ich nämlich nach einen Umzugskarton rein. Aber ich glaube, ich gebe alles in den Umzugskarton rein, weil aktuell liegt alles in der Wohnung herum. Und ja, das ist zwischen M und L, aber ich glaube, die müsste noch passen. Obwohl, ich glaube, die ist auch schon ziemlich. Die probiere ich noch. Aber die ist eigentlich ganz schön. Die passt sicher. Also die hatte ich letztes Mal noch an. Ja, die dehnen sich voll gut und die habe ich voll gerne zum Fortgehen angehabt. Dann habe ich noch eine von Hollister. Das steht auch da vorne drauf. Aber ich bin mir nicht sicher, ob die überhaupt noch passt. Das ist nämlich eine S, aber ich glaube, das war eine Männergröße. Und da haben wir eine vom New Yorker. Die ist zwar L, aber ich glaube, die ist sehr klein geschnitten. Die muss ich auch noch testen. So, dann geht es weiter. Das ist eine S, also die kommt wieder gleich einmal weg, leider. Die hat mir sehr, sehr gut gefallen. Da habe ich eine Hose in M, in so ein Army Grün. Aber die passt sicher noch, die ist größer. Die kann ich hundertprozentig weggeben, leider. Die ist von Freddy Wear. Und das ist zwar die Größe 40, aber die ist immer ein, zwei Nummern kleiner geschnitten, leider. Das ist auch sehr, sehr schade. Dann habe ich noch von New Yorker in Größe 42. Die passt mir sicher noch. Das ist so eine kurze schwarze Hose für den Sommer. Aber die ist leider auch Polyester. Die habe ich noch nicht so lange. Das ist von Bershka in Größe 42. Die müsste eigentlich noch passen, weil die habe ich mir erst gekauft. So, die passt auch noch. Das weiß ich. Das ist eine weiße, auch von Naked. Das ist Größe M, aber die ist größer geschnitten. So, das ist wirklich jetzt sehr, sehr schade, weil das ist eine S und da habe ich dazu passende Weste dazu. Und jetzt muss ich die leider aussortieren. Und das gleiche gilt für diese Hose hier. Da habe ich auch die dazu passende Weste.
Ja, ist leider auch es. Sehr schade. Ultra schade. Ja, das ist die Snipes-Hose. Die ist neu in M. Die bleibt. Die, glaube ich, werde ich auch aussortieren. Ich hatte die, glaube ich, nur einmal an. Die Smiler Dogs, eine Zeit lang habe ich mir das eingebildet. Aber das ist auch so ein komisches Material. Also ich mag das nicht. So ein Nylon-Material. Das mag ich sehr gerne. Das ist eine Adidas, glaube ich. Genau, das ist eine lilane Adidas. Ich muss jetzt aber nur kurz probieren, ob die eh noch passt. Dafür ziehe ich schnell meinen Pulli aus, weil da drüber passt das auf keinen Fall. Das habe ich gern zum Laufen gehen angezogen. Das ist so eigentlich so ein ganz ein leichtes Material. Ist schon so ein, wie soll ich sagen, so ein, ja, so ein Sport-Klimamaterial, aber es fühlt sich an so wie Frottee mehr so. Und hat auch einen engeren Bund unten und passt gerade noch. Da oben passt es aber noch. Um die Hüften ist leider ein bisschen zu knapp, aber und da ist auch schwierig. Das muss ich mir noch überlegen, aber ich befürchte, ich muss die wegmachen, weil die macht hier auch so Falten beim Zip. Ja, und die war eben so cool, wenn man da oben auch noch was einstecken hat können, Schlüssel oder Handy oder so. Aber ich befürchte, die ist leider zu klein. So, dann haben wir noch eine, die ist auch mega cool, die ist von Adidas. Die ist auch in einem Top-Zustand. Die ist in der Größe. Boah, S. Das passt sicher nicht, oder? Außer die ist größer geschnitten. Reinkommen. Boah, nee. Nee. Das ist jetzt wirklich schade. Und ich habe nämlich gar nicht mehr so viele Sportsachen. Das ist echt krass. Muss ich mal wieder in den Outlet schauen oder so, weil. Ja, neu kann man sich die Sachen nicht kaufen, finde ich. Die sind dann mega teuer. Aber wir haben zwei Outlets. Eins ist eine halbe Stunde und eins ist eine Stunde weg. Also kann man schon mal machen. Wir werden jetzt dann, wenn es schöner wird, eh bald auf Flohmärkte fahren. Und das Geld, was man einnimmt, kann man dann gleich wieder investieren, um sich was Neues zu kaufen. Das ist auch schon zu eng und ein bisschen zu kurz, finde ich auch. Aber das ist auch die urschöne Weste. Mag die voll gerne. Weiß und blau. Oder ich schaue mal auf Vinted, das könnte ich auch machen. Oder auf Spock oder Willhaben oder so. Wollen die Leute ihre Sachen ja auch günstiger loskriegen. Dann habe ich so einen langen Mantel. Boah, ich habe so lange danach gesucht. Könnt ihr euch gar nicht vorstellen, das muss ich waschen. Ich weiß nicht warum, aber da ist ein bisschen staubig irgendwie. Oder lässt sich das, ja, das lässt sich eh rausmachen. So schön und so lange habe ich gesucht nach diesem Mantel, aber der war damals schon so eng, der passt mir jetzt niemals. Das ist nämlich eine 36 und diese Mäntel gibt es ja fast gar nicht mehr. Das ist so, so schade. So, und dann sind wir jetzt da schon mal beim letzten Teil. Das ist eine Regenjacke. Da hat sich auch der Schriftzug, glaube ich, schon verabschiedet. Wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, war das die Jacke? Ja, weil da ist Adidas noch drauf gestanden, aber das ist egal. Aber ich glaube, die war eh größer. Das ist eine, ich habe sonst eigentlich keine Regenjacke. Und so eine Regensport-Windjacke ist das. Und die ist richtig groß und die passt auch noch. Und die hat auch eben hier oben so eine Tasche. Das mag ich sehr gerne. Ja, die bleibt auf alle Fälle. So, dann habe ich noch eine Tasche. Die habe ich von meiner Mama bekommen, aber leider ist da der Zip kaputt. Ja, ist halt die Frage, ob ich mir die jetzt noch aufbehalte oder nicht. Die habe ich auch schon sehr lange von ihr bekommen, aber ja, man kriegt einfach mega viel rein. Ich glaube, ich behalte sie trotzdem noch.
Genauso wie diese Tasche, die habe ich auch von ihr bekommen. Die ist auch noch sehr toll und sehr schön. Die ist von der Qualität wirklich gut. Die bleibt auch da. Weiß gar nicht, von wo ich diese Tasche habe. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht mehr. Das ist eine Desigual-Tasche. Muss ich mir noch überlegen. Da unten ist sie ganz leicht abgewetzt. Vielleicht schenke ich sie meiner Mama, weil die rennt schon ewig lang mit der gleichen Handtasche herum. Und die wird sich sicher freuen. So, was haben wir dann noch? Ich habe dann noch einen Rucksack. Ich glaube, den gleichen habe ich euch schon einmal gezeigt. Ich habe den nämlich zweimal und einmal ist der irgendwo kaputt und dieser ist aber noch vollkommen okay. Der bleibt auf alle Fälle. Und dann habe ich auch noch so einen kleinen Mickey Mouse Rucksack. Der bleibt definitiv. So, dann habe ich noch 4 von diesen Boxen. Da habe ich alles so sortiert drinnen. Das ist super. Und da gehen wir jetzt kurz einmal durch. Ah ja, das sind meine Badeanzüge. Aber ich glaube, der passt noch, aber der ist schon ziemlich eng, aber der bleibt noch. Da habe ich so einen pinken, habe ich da. Dann habe ich einen weißen Bikini. Das ist so ein Brazilian, so ein bisschen. Den habe ich mal letztes Jahr gekauft. Ist die Frage, das müsste ich probieren, aber ich zeige es euch jetzt einfach nur schnell einmal. Diese Bikinihose habe ich mal in einer anderen Größe nachgekauft, weil mir die so, so gut gefällt. Aber ich glaube, das ist large und muss ich schauen, ob der New Yorker das heuer auch hat. Dann habe ich den gleichen Bikini nochmal in schwarz. Den gleichen Bikini in weiß habe ich auch noch in diesem Orange. Genau, dann habe ich nochmal so eine Hose. Dann habe ich noch eine schwarze Hose. Aber das ist nur so eine Reservehose, die ist jetzt nicht mehr so schön. Dann habe ich, aber ich glaube, das passt nicht mehr, aber ich glaube, das ist auch von letzten Jahr so ein Ombre. Das hat mir so, so gut gefallen. Aber vielleicht muss ich den aussortieren. Dann habe ich noch einen Rock. Aber ich glaube, das ist auch. Ich glaube, den werde ich jetzt aussortieren. Das ist so ein Baderock, so ein pinker. Den werde ich aussortieren. Dann habe ich noch so eine Anime-Badehose. Aber die war auch schon sehr klein und die habe ich nicht oft benutzt. Aber die war cool. Die sortiere ich jetzt auch aus. Das ist auch viel zu klein. Das sieht man schon. Ne? Das ist so eine Panty-Hose. Und das Oberteil, dann habe ich noch eine Panty. Ich glaube, da habe ich gar kein Oberteil dazu gehabt. Das habe ich schon aussortiert. So, und dann habe ich noch, keine Ahnung, warum ich da lauter Hosen drinnen habe noch. Wahrscheinlich nur so Reservehöschen. Die gebe ich auch weg, weil nur die Höschen. Ich glaube, ich muss mir heuer neue Badeanzüge und Bikinis kaufen. Aber das ist ja nicht immer so, weil meistens finde ich dann nicht viel. Letztes Jahr habe ich mal was gefunden, aber die Jahre davor gar nicht. Irgendwie ist die Mode teilweise dann wieder so komisch gewesen oder schaut immer nach dem Gleichen aus. Deswegen wollte ich da dann nichts kaufen. Wenn, dann muss mir das schon voll gefallen und nicht nur, ja, ich kaufe es halt, dass ich was habe oder so, ne? So, in diesem Ding haben wir jetzt einmal die Beutel drinnen. Da habe ich einmal den Glowcon-Beutel von letztem Jahr. Da habe ich mir diese Goodie Bag gekauft. Die liebe ich ja, würde ich nie aussortieren. Kiss My Airs, weil von die Air Max, ne? Also Nike sind das. Dann habe ich noch so einen Nakedano-Beutel. Den behalte ich mir aber auch, weil da so viel reingeht. Und wenn ich manchmal irgendwo anders übernachte oder Urlaub oder so, ist das ganz cool. Und den schmeiße ich jetzt weg. Den hat eigentlich mein Sohn für seinen Papa gemacht, aber dann wollte er ihn nicht mehr geben. Keine Ahnung. Der kommt jetzt einfach einmal weg. So, jetzt stürzen wir uns auf die nächste Box, beziehungsweise räume ich die schnell ein. Da fehlt mir aber auch ein Beutel. Ich hatte einen in Rot auch noch von Kiss My Airs. Da muss ich ein ernstes Wörtchen mit meinem Sohn reden, weil der hat mir den sicher ausgezahlt. So,
Die nächste Kiste haben wir Gürtel. Da weiß ich nicht, ob ich da überhaupt was aussortiere, weil das so wenig ist. Da habe ich einen in rosa, das ist ein Taillengürtel. Dann habe ich einen Glitzergürtel, so einen dünneren. Dann habe ich einen blauen Gürtel. Noch einen blauen Taillengürtel. Dann habe ich noch so einen doppelten Nietengürtel. Und so einen mit Army-Muster und braun, ist auch ein Taillengürtel. Da werde ich nichts aussortieren. Wie gesagt, Gürtel habe ich nicht viele, weil ich die eigentlich so selten benutze. Und jetzt fehlt auch nur mal eine Box. Eine einzige Box. Und da habe ich meine Sportsocken. Ich zeige es euch, aber da werde ich nichts aussortieren. Da sind einmal die Nike-Socken drinnen, die sind so gestreift. Die sind halt fürs Laufen, ne? Dann habe ich einmal so Neongrüne, die habe ich glaube ich noch nie benutzt. Die habe ich mir in irgendeinem Sportgeschäft mal gekauft. Genauso wie diese neonfarbene, Pink, neonpinke. Die sind auch cool. Die sind so lila mit neongelb. Also ihr seht schon, beim Sport mag ich sehr, sehr gerne Neon. Dann habe ich noch diese, das sind so schwarz mit rosa, mit ganz hellrosa. Dann habe ich noch, das sind das Adidas oder sind das Nike? Nike sind das. Die haben hier dieses Muster in schwarz-pink. Die waren von Hipkini, das waren so wie Kniesocken, also die sind nicht Overknees, sondern die sind unterm Knie. Dann habe ich noch, ich glaube, die müssten auch von Nike sein, so schwarz-weiß gestreifte. Dann habe ich nochmal Neongelbe und einfärbige Neongrüne. Genau. Also wie gesagt, da sortiere ich nichts aus, die habe ich teilweise noch gar nicht getragen. Das mache ich eigentlich im Winter oder Herbst sehr gerne, dass ich einfach über der Leggings noch einfach diese Sportsocken ziehe. Dann ist es nicht so kalt, ne? Weil teilweise bin ich ja im Winter auch gelaufen. Aber jetzt muss ich schauen, dass ich wieder komplett gesund werde, dass ich wieder mit Sport anfangen kann. Aber wird noch ein bisschen dauern, glaube ich. So, und ich würde sagen, da bin ich jetzt einmal fertig. Genau, ich werde dann alle Sachen, die was bei mir bleiben, glaube ich, werde ich auch in Kartons geben und dann einfach schreiben, Kasten, dass die eben noch da bleiben, weil die sind überall verstreut und ja, morgen muss ich wieder arbeiten noch und so, da habe ich gar keinen Platz dann zum Hinsetzen. So, in einer kleinen Wohnung ist es echt eine Challenge, das kann ich euch sagen, aber ich bin jetzt einmal fertig. Finde ich voll gut. Mal schauen, ob wir heute noch die ganzen Sachen dann rausstellen aus dem Zimmer, dass wir das morgen dann gleich irgendwie am Abend vielleicht dann noch aufbauen können, aber mal schauen. Und ja, das eine Regal hier oben, ihr seht es eh schon, hier oben das Regal, das gehört noch abmontiert. Und ich hoffe, für diese Kästen wird sich dann auch noch wer melden, mal schauen. Ja, dann würde ich das Video jetzt einmal an dieser Stelle beenden. Vielleicht kommt noch ein Decluttertal, weil ich habe noch ein, zwei Kommoden, die was ich dann noch aussortieren will. Und wie gesagt, ich will alles, bevor ich es in den Kasten einräume, möchte ich gerne waschen. Genau, dass man da nichts verschleppt und dass da ja keine Motten oder irgendwas reinkommt. Und ja, ich würde sagen, das war es jetzt dann mal und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und hoffe, lässt mir ein Abo da und ein nettes Kommentar und bis dann. Tschüss!